Hagebuttene. Ja, Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Heute, wie versprochen, die Mario Kart Stream Zusammenfassung von Ranger sind wir hier. Disaster Deluxe in Mario Kart 8 Drachenlord Stream vom 13.04.2021. Ja, ohne weiteres Gelaber wollen wir hier gleich mal unseres reinmeddeln. Ich bin mal gespannt. Soll ja ganz gut sein, wurde gesagt. Mal sehen. Auch hier schon wieder schön, dass da Drachenlord steht und nicht Drachenlord, aber es ist wahrscheinlich wieder Künstlerfigur, eine seiner vielen Persönlichkeiten, die das Spiel ist ja nicht er. So. Gut, Leute. Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, servus. Heute machen wir ein kleines Mario-Turnier. Also Mario Kart-Turnier. Ihr bekommt unten in der Beschreibung, findet ihr den Code dazu. Ah, da ist ja schon der erste. Und ja, wir werden auf jeden Fall heute, dann könnt ihr jederzeit mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr natürlich auch eine Switch habt und eine Wii und eine Mario Kart und alles, kann man das natürlich alles in Ruhe mal zusammen zocken. Bin echt gespannt, wie das so ankommt. Genau. Es ist frei für 16 Spieler. Das Ganze geht um 16 Uhr los. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Ihr braucht euch jetzt also keine Hektik machen. Hä? Achso. Oder geht es jetzt schon früher los? Ah, cool. Sogar meine. Hä? Geht es jetzt doch schon früher los? Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein kompletter Noob, was das angeht. Ach so, wartet. Ich glaube, das geht jetzt schon früher los. Eigentlich war es eingestellt 16 Uhr. Naja, macht ihr nichts. Ihr könnt ja jederzeit dazu joinen. Das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Oh Gott, ich muss nur wieder spielen lernen. Und der erste hängt mich schon ab. Saugeil. Wow, da geht's gar nicht weiter. Okay, wäre schon voll abgehängt. So, unser Hauptziel ist natürlich erstmal ein bisschen Fun haben. Ich bin mit dem Münzsystem nicht ganz so vertraut. Ich weiß, dass man irgendwie schneller ist, wenn man irgendwie 10 Münzen hat. Ja, das ist dieser Trick, die ganze Zeit eine rote Shitgirl dahinter zu haben. Ach man, ich hatte einen Dauerpilz. Wie ärgerlich ist das denn? Ernsthaft. Und das war's. Dritter geworden. Wahnsinn. Man kommen neue Videos. Ah, schaut mal, jetzt sind schon mehr da. So, beendet ist das Turnier übrigens um 18 Uhr. So, jetzt werde ich wahrscheinlich Letzter. Sehr freundlich, Dankeschön. Wieso bin ich denn so viel langsamer als die anderen? Wow, das war falsche Richtung. Au, das waren die längste Zeit meine Münzen. Jo, das war nicht schlecht. Ah, ich habe gedacht, das ist eine Münze. Mist. Haha. Ah ne, jetzt klar. Boah, da komme ich. Mist. Vierter geworden, so ein Ärger. Wie das aussieht, ist das jetzt auch nicht sonderlich schnell irgendwie. Ich glaube, der spielt jetzt nicht mal also auf was weiß ich, wie viel CCM, aber ich wollte noch erwähnen, der Name von dem einen, der Matt, wie der heißt, und das Mi, das wird mich auf alle Zeit immer an Wii Sports Resort erinnern. Das war immer der Endgegner bei Schwertkampf Marathon. Ich glaube, auch bei anderen Minispielen dort war Matt immer, oder keine Ahnung, Matt, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber das war meistens immer das Endgegner Mi. Also für Leute, die das kennen, wissen bestimmt Bescheid. Also und natürlich der Trainer beim Boxen bei Wii Sports. Ah, schöne Zeit, ja. Aber war sehr schön. Vorher ans Sitzen. Aha. Das ist eine Info, die brauchen wir unbedingt. Wie immer alles, ich bin gleich direkt in den Boost holen wollen. Ja, nee, ist klar. Oh, irgendeiner hat mich überholt oder ist irgendwie, keine Ahnung. Wer hat denn da dauernd Sterne? Dauernd ist irgendeiner hinter mir mit Sternen. Ach ja, nee, ist klar. Bin jetzt echt Zwölfter geworden? Hä, hey, warte mal. Hey, warte mal. Ah, hier sieht man nochmal Matt, genau. Dieses Mi, genau. Ja, Zwölfter kann man auch werden, Rainer. Jetzt ist doch die Ziellinie gefahren. Ach so, weil ich Letzter war. Ach komm, Alter, bei so vielen Cool-Leveln kriegen wir nicht das Cool-Level, das ist doch echt. Was zur Hölle? Ach komm, als ob. Das hätte doch eigentlich hinhauen müssen. Und ich bin Letzter. Aus dem Weg, da komme ich. Ich hab das aus dem Weg. Aus dem Weg. Drache will hier durch. Wieso bin ich wieder Siebter, Alter? Bin ich so langsam? Ich hab doch auch 8 Münzen. Boah,
viel zu schnell. Fünfter bin ich noch geworden, ärgerlich. Vielleicht hätte ich doch das Turnier unbegrenzt machen sollen. Wie viele wohl dann mitspielen würden, wenn das Turnier unbegrenzt wäre? Wahrscheinlich einfach so viele, wie das Spiel überhaupt haben kann. Nämlich maximal 12 Leute, vermutlich. Wie sollen das sonst gehen? Können die auf einmal 120 Leute in einem Rennen mitfahren? Also, korrigiert mich, ich habe keine Switch, keine Ahnung, wenn das geht, meinetwegen, wäre cool. Aber ich glaube, das läuft nicht. Aber so 60.000 Spieler ist der. So, ach übrigens, falls sich jemand wundert, das haben mich nämlich andere auch schon gefragt, neulich im Discord, warum ich keinen Blitzstart hinkriege. Ich habe gar nicht vor, einen Blitzstart hinzukriegen. Das mache ich bewusst nicht, weil ich irgendwann mal was gelesen habe davon, dass das angeblich das Spiel... Geschwindigkeit am Anfang zwar hochsetzt, ach Mann, oh, aber am Ende setzt es das dann runter. Was? Au, was hat mich jetzt getroffen, Alter? Da war doch gar nichts. Ein Panzer. Alter, da war doch gar nichts. Nö, da war nur eine Rakete. Auf dem 8. Platz. spielst du manchmal noch Schachdrache? Och, sau selten, weil ich niemanden kenne, der Schach spielt. Aus meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis bin ich der Einzige, der Schach spielt. Kann man auch online spielen. Hast uns doch letztes Mal auch gepredigt, dass wir bitte eine Disco selber aufmachen sollen und zu Hause sitzen sollen. Also, da muss das ja auch gehen. Leute, ich werde mal rausgehen, ich werde mal ein anderes Turnier aufmachen und werde mal versuchen, das Turnier anders einzustellen. So, jetzt muss ich den Code mal schnell in der Beschreibung ändern. Eine Sekunde. Ja, sie ist verständlich. Eine Sekunde. Machen. Drachenlord Schriem. Schriem now. Gib mir mal deine Pizze hier. Au. Hä, was war das denn? Warum bin ich denn gerade gehängen geblieben? Was war das denn für ein Quatsch? Womit gibt König Buhu eigentlich Gas? Ne, beziehungsweise nicht Gas, sondern womit schaltet er oder fährt er Automatik? Das wäre die interessanteste aller Fragen für die heutige Stunde. Ich glaube, ich möchte das gar nicht wissen, aber ja. Aua! Grüne Schildkröte hat mich getroffen. Was zur Hölle? Alter. Oh je, der Waluigi laggt ganz schön. Was war das denn jetzt? Ein bisschen Alter, hoch, sag mal. So schlecht? Ach komm! Hättest du denn noch besiegen können? Alter, das ist das, was ich meine. Ich habe 10 Münzen und ich habe sämtliche... Und ich habe voll durchgeballert mit dem Booster. Bin trotzdem nicht schneller gewesen als der Leon, der Yoshi. Der Schwarze. Das bringt dir in der letzten Runde. Der Schwarze Yoshi, ne? Wenn schon 7 Leute im Ziel sind, dann wird er nichts mehr. Dann kannst du noch so Gas geben. Und das ist tatsächlich eine Random. Und eine meiner Lieblingsmaps, jawohl. Ja, warum auch immer ich das gerade nicht geschafft habe. Oh, was ist das denn? Oh. Aus mich. Ach, immerhin auf dem 7. Platz. Oh, war das knapp, Alter. Der hätte mich auch fast überholt, der Sack. Okay, scheint doch relativ wenig zu sein gerade. Immer die Leute, die überdrehen. Oh nein, das ist die Map. Das war ein bisschen zu weit. Boah, ich sehe nichts. Au. Ich hätte immer echt noch 12. Züchter bin, Alter, was zur Hölle? Oh, schauen wir mal, ob wir überhaupt bis 18 Uhr machen. Ah, die Q-Map, jawohl, die Q-Map, geil, ich liebe sie. Ich glaube immer, dass die Q-Map eine Anspielung auf nicht auf Animal Crossing, auf den. Ja, muss ja bei der Map jetzt besonders gut sein, wenn er die liebt. Ach komm, als ob. Wieso bin ich eigentlich immer Letzte? Ich meine, gut, ich kann mich meistens alles dann immer ganz gut retten, aber... Boah. Was zum... Das also entweder hat er jetzt den Lag oder der hat absichtlich auf mich gezielt. Hm. Aber das kann ich auch, Kollegen. Erstmal für die Kuh weggeballert. Okay. Hättest du mit der 10. Sekunde warten können damit? Bah! Wieso sind die alle so schnell, Alter? Emskirchen, auch schon mal ein interessanter Name. Ich check das nicht. Ich hab doch 7 Münzen. Oder gucken wir mal rein. Emskirchen tatsächlich. Ich glaube, das wird noch besser dann zum Schluss. Da haben sich, glaube ich, andere noch einen interessanteren Namen gegeben als Emskirchen. Und ich kann es mir nicht erzählen, dass die beide gleichzeitig einen Boost hatten. Erledigt hat sich's nicht, ich brauch definitiv ein Schutzgas-Schweißgerät, aber... Oh nein, da sieht einer aus wie Peter Griffin. Ja. Jo, danke. Erstmal fett...
Da, das ist das, was ich meine. Die haben ihre Pilze gehabt, die um sie rumgeflogen sind. Die sind nicht, denn ihre Pilze sind nicht um die, die haben ihre Pilze nicht eingesetzt. Ich habe ihre Pilze erwischt und dadurch eingesetzt. Und trotzdem bin ich langsamer als. Aua! Aha, das ist ein Schilder, recht. Alter, sag mal. Die Sterne sind schon ein bisschen overpowered, oder? Ich meine, die kommen ja alle 2 Sekunden, kommen ja die Sterne, Alter. Ja, wie kann jemand mit dem Stern schneller sein als ich mit dem Powerpilz? Vor allem, weil ich 10 Münzen habe, check ich nicht. Normalerweise ist der Powerpilz doch das schnellste. Das ist voll der Boost normalerweise. Von Unterkriegen hat es mit Unterkriegen nichts zu tun. Das ist mir schon bei anderen Spielen aufgefallen. Das hat jetzt nichts mit dem Turnier hier zu tun. Das war jetzt auch wieder auf Zufall. Hat nichts mit dem Turnier zu tun. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass das passiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist irgendwie ganz merkwürdig ganz komisch eingestellt. Weil normalerweise sollte man doch auch meinen, dass alle normalerweise die gleiche Geschwindigkeit haben. Wenn sie dann natürlich alle 10 Münzen haben, sind sie schneller. Hatte ich aber ja. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Finde ich auf jeden Fall sehr seltsam. Weil eigentlich, wenn ich den goldenen Pilz habe und den goldenen Pilz habe und 10 Münzen, müsste ich eigentlich am schnellsten überhaupt sein. Aber entweder ich überhole niemanden oder die Leute überholen mich, obwohl ich die Powerpilze einsetze. Das ist ja eigentlich nicht normal. Das ist mal wahrscheinlich. Liegt es vielleicht gar nicht daran, dass man nicht nur mit Items das Ding durchzieht, sondern vielleicht auch dazu noch ein bisschen fahren können muss? Nee, ich glaube nicht. Also man braucht nur die Items und gewinnt direkt. Öfter aufgefallen. Vor allem hier. Wir fahren die gleiche Geschwindigkeit. Und trotzdem bin ich langsamer. Woran liegt das nur? Fällt dann sowas? Da, der ist viel schneller als ich. Wie macht denn der das? Der ist gerade in Windschatten gefahren und deswegen hat er dich überholt. Ein Booster, obwohl er gar kein Item in der Hand hatte. Und ich bin schon wieder runter. Da, ich habe die gleiche Geschwindigkeit wie der, obwohl ich eigentlich schneller sein müsste. Hab den keinen Millimeter eingeholt. Hä? Was ist das jetzt für eine Aktion gewesen? Wieso war ich gegen einen... Warum bin ich gegen eine Alpha-Wand gefahren? Natürlich. Wetten, jetzt überholt mich noch kurz vorm Ziel jeder? Da, es haben mich 4 Leute überholt. 4 Leute haben mich überholt, kurz vorm Ziel. Weil ein Schweißgerät viel sinnvoller für die Sachen ist, die ich vorhab. Ich würde übrigens darum bitten, dass wenn Leute regelmäßig hier schon drinnen sind, die Runde bei Zeiten mal verlassen, damit auch andere mal die Gelegenheit haben, reinzukommen. Das wäre sehr freundlich von euch. Wollen ja auch mal andere Leute hier drinnen sein. Leute, das hat hier absolut nichts verloren. Oder? Wie wäre es, wenn ihr euch aufs Spiel konzentriert, anstatt über irgendwelche Sachen zu diskutieren, von denen ihr nicht wisst, was ich mache. Oder was ich vorhab. Ich sage jetzt lieber vorgehen hier mal. Au! Hä, wo sind meine ganzen Dinger hin? Meine ganzen Shells? Na klar, der Blaue erwischt mich natürlich. Warum auch nicht? Auf dem 7. Platz, Alter. Als ob ich auf dem 7. Platz lande. Warum? Das ist, glaube ich, der beste Platz bisher bei dir. Warum bin ich denn so verdammt arschlangsam? Ich mache kaum Fehler beim Ich mache kaum Fehler. Ja, nee, da sagen wir jetzt mal nichts zu. Spielen? Ich kapier's nicht. Ich mache kaum Fehler beim Spielen, ich nehme die engsten Kurven, raff ich nicht ganz. Okay, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier mehr Leute mitspielen. Hä? Ich mache kaum Fehler. Ich bin Anfall. Du nimmst alles mit, was da ist. Au. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Motorrad fährt anders. Müssten die denn eigentlich alle gleich sein? Au. Ich mache kaum Fehler. Ich mache keine Fehler beim Spiel. Ich möchte das nochmal wiederholen. Hä? Ich habe das Gefühl, der bremst immer. Fresst mal einen Blitz, ihr Schweine. Ja, jetzt klaut er mir meine Items. Und ich mache kaum Fehler. Ja, warum ist das so viel schneller als ich? Da hat genauso wenig Items wie ich. Haben die Fahrräder wirklich haben die verschiedenen Fahrzeuge wirklich... Nein, haben sie nicht. Unterschiedlich PS? Aber das würde keinen Sinn ergeben. Dann ich mache kaum Fahrzeuge Fehler. Die müssten doch dann irgendwelche Statistiken haben. Die kann man ja gar nicht einsehen. Ach so? Was? Es gibt schlaue Steuerung. Ich habe mich vorhin schon gefragt, was die Einstellung schlaue Steuerung anbedeutet. Boah, liegt das daran, Alter? Dann kriege ich aber echt einen Anfall. Ich werde nach der Runde gleich mal kurz aussteigen, mal kurz aufs Klo gehen. Ja, nee, ist klar. Ah!
Alter! Wer ballert denn hier mit Shells rum wie solche? Ja, nee, ist klar. Ja, genau, jetzt sind die alle langsamer als ich. Was ist das denn? Schneller. Ich kapiere, wo das Problem liegt manchmal. Okay, muss mal echt mal gucken, ob ich eine schlaue Steuerung anhab, Alter. Wo ist denn das? Okay, okay, ich gehe mal kurz aufs Klo, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, guten Rutsch. So, da bin ich wieder. So, jetzt mal gucken, ob ich wirklich irgendeine Möchtegern-Steuerung anhab. Wartet mal. Plus drücken. Ich kann überhaupt nichts auf Plus drücken, da passiert gar nichts. Nee, ich habe nicht in einmal gepinkelt, ich war auf dem Klo. Aber das Klo ist direkt um die Ecke. Es ist nur ein raus aus dem Zimmer, nein, sechster Zimmer ist schon das Klo. Ach, auf den Plus-Button auf der Switch? Was in einem Game auf Plus drücken, wartet mal. Und machen wir einfach mal schnell einfach random. Ach komm, scheiß drauf, was soll's. Ja, beweg dich. Ja, interessiert mich nicht, YOLO. Komm, mach ihn heute noch. Was ist das denn für eine beknackte Einstellung, Alter? Normalerweise ist dann Nintendo viel benutzerfreundlicher. Bewegungssteuerung auf. Okay, diese aus, immerhin. Aus, schlaue Steuerung ist ein. So aus, was soll denn das? Ich habe schon mich gewundert, warum ich manchmal das Gefühl hatte. Schlausteuerung war, glaube ich, das, dass du... Ah, oh Gott, wie war das? Ich glaube, das war diese Bandenunterstützung, dass falls du gegen eine Bande fahren solltest, das Spiel dich automatisch auf Kurs wieder lenkt, dass du gar nichts machen musst. Das heißt, das war andere, ist trotzdem schlechter als alle anderen. Also das heißt schon was. Dass mir jemand in die Steuerung greift. Der Link zu dem Turnier ist unten in der Beschreibung verlinkt. Hä, warum habe ich ein anderes Profilbild? Aha, da hat sich jemand Dache genannt, so ein Sack, Alter. Klaut hier meinen Namen, ich glaube es hackt. Ja, das ist ja in Ordnung, wenn man jetzt einbaut, aber warum kann man das jetzt in der Einstellung ändern vom Spiel selber? Warum muss man da extra im Spiel sein? So ein Bullshit, ey. YOLO. Hä? Alter, was ist mit dir? Was ist denn mit ihm gewesen gerade? Moin, servus. So, also das Turnier geht noch genau eine Stunde. Ihr habt also noch eine Stunde Zeit mitzuspielen. Au. Ich mache kaum Fehler. Au. Fährt Blue. Okay, jetzt bin ich runtergeflogen. Ich mache kaum Fehler. Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass die mich anscheinend auch nochmal rettet. Ich habe mich schon gewundert, warum ich kaum runtergefallen bin. Was war das denn jetzt? Ich mache kaum Fehler. Also manchmal... Ich mache keine Fehler. Ja, auf jeden Fall danke für den Tipp. Da macht jemand Jagd auf mich. Habt ihr das gesehen? Der ist extra langsamer geworden, weil er einen Stern hatte. Ist extra langsamer geworden, nachdem er einen Stern hatte. Und, wollte mich abknallen. Okay. Ich mache kaum Fehler. Also ihr braucht mir gar keine Freundschaftsanfragen zu schicken. Ich mache kaum Fehler. Ich nehme keine Freundschaftsanfragen an. Damit verschwendet ihr nur eure Zeit und meine noch dazu. Er hat es doch noch geschafft. Ja, aber er meinte wohl, kann ich es hier einfach nochmal platt machen. Ganz so weit ziemlich nett, Kollege. Ach man, Alter, jetzt haben wir wieder so einen scheiß Troll-Kindergarten da drinnen. Ich meine, jetzt der Troll-Kindergarten wieder, er muss hier wieder eine auf Kindergarten-Scheiße machen, wo einem auf den Sack gehen kann. Ha! Ich bin aber trotzdem durch, trotz der zwei Trolle bin ich trotzdem durchgekommen und habe sie hinter mir gelassen. Ha! Arkade. Tja, ja mal schade, dass ihr mich nicht aufhalten konntet. Ich denke, wir machen nur noch eine halbe Stunde. Das Turnier selber geht zwar noch bis 18 Uhr, aber ich denke, bis 17:30 reicht mir heute. Ich habe ja schon vorhin für die Drachis und höheren Ränge gestreamt. Oh Mann, ey, da kannst du da auch viel Geld bezahlen, dass du dir das dann angucken kannst. Unglaublich. Also, ja, du Kindergartenkind, Alter. Wenn die Leute immer einen meinen, die müssen immer einen trollen, ey. Ach Mann, ey, jetzt hätte ich so schönes Item, da hätte ich den Troll trollen können. Jo, ich glaube dem Geist ein Geist. Was ist das denn jetzt? Boah, was ist das denn? Ich mache kaum Fehler. Was ist das denn jetzt, Alter? Was ist das für komische Steuerung gerade gewesen? Ah! Und wieder Achter. Ja, und die mich die ganze Zeit trollen wollen, bis auf den König Buhu, sind alle hinter mir.
Da fühlt er sich wieder. Also es ist... Er macht keine Fehler, ist der Beste. Komischerweise kommt er nie auf die ersten fünf Plätze. Also dass nicht mal der sechste Platz klappt. Aber war schon geil, so achter Platz. Und dann da unten im Pöbel gelassen. Sonst war er ja immer auf den letzten Plätzen. Aber ich bin schon geil. Also wie gesagt, wir machen bis halbe noch. Das reicht für heute. Außerdem muss ich mich noch um mein Abendessen kümmern. Und da werde ich heute noch ein bisschen zu tun haben. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun haben. Was gibt es denn? Ich denke, ich werde heute grillen. Wingelhuso. Ich muss erst mal gucken, was ich grille, weil ich habe verschiedene Sachen da. Und muss erst mal gucken, was ich mir überhaupt aus der Gefriertruhe hole. Au. Ich mache kaum Fehler. Also sag mal, ich mache kaum Fehler. Bin ich zu besoffen zum Fahren oder was? Oder habe ich mich jetzt zu sehr an diese komische Fahrhilfe gewöhnt, ohne es zu merken? Danke, Wario. Au. Ich mache kaum Fehler. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Bammer. Ich mache kaum Fehler. Ey, voll die Schwanerei hier. Genau, natürlich trifft er genau mich, Alter. Alles andere wäre ja viel zu leicht gewesen. Sag mal, warum bin ich denn so unfassbar langsam? Ich komme nicht über die 8 hinaus. Kann nicht sein, dass ich so schlecht bin und nicht über die 8 hinauskomme. Wieso ist der schneller als ich? Der ist genau gleich schnell wie du. Ich check das nicht. Wieso ist der schneller als ich? Wir müssen doch genau die gleiche Geschwindigkeit gehabt haben. Hatte und ich habe eine Sekunde vorher gezündet. Das hat man am Geräusch gehört. Was gibt es jetzt bei zum Grillen? Ach, es wird gar nicht so viel geben. Ich denke, ich werde Würstchen grillen. Grillfackeln. Und dazu werde ich mir vielleicht Aufbackbrötchen machen. Habe ich mir noch nicht genau überlegt. Hast schon was mit den Mädels? Was? Hast schon was mit deinen Mädels gehabt? Ich bin derzeit Single, also, hä? Welche Mädels? Jetzt ist die linke Hand und die rechte Hand wieder ausgezogen. Jetzt ist er wieder Single. Das kennt man ja, ne? Also, schöne Information am Rande. Fing immer Oberhammer. Jetzt ist er wieder Single. Aber er kann sich das ja mal selber aussuchen. So, ich bin jetzt, was bin ich denn heute? Ja, heute bin ich jetzt verheiratet. Ich habe jetzt 10 Kinder, ja. Und morgen ist meine Frau dann wieder weg. Ganz einfach. So funktioniert das. Na, ist ja klar. Ja, ist schon klar. Ich komme einfach nicht... Was zur Hölle, da ist einer unsichtbar. Hä, man kann unsichtbar sein. Seit wann das? Was ist das für ein Item? Ich das ist kein Item, sehen. Unsichtbar. Ich kann natürlich auch gut möglich sein, dass es einfach nur ein Ding ist. Aber ich sehe nichts. Jo, nee, ist klar. Ich mache kaum Fehler. Ja, wenn du meinst. Der Rudi. Ach, ich mache kaum Fehler. Komm, als ob das nicht geklappt hat. Ey, früher haben wir solche Moves permanent gemacht und die haben immer funktioniert. Was soll denn das? Früher, da gab es das Spiel ja auch schon. Ja, als ob ich da jetzt runterfall. Ich mache kaum Fehler. Ach, komm, dann weißt du was, leck mich. Das ist doch nicht normal, ey. Aber er macht ja keine Fehler, ne? Ich meine nicht Mädels, sondern Tiere, was? Alter, schau, was hast du dann gewinnst? Sowas ekelhaft, das brauchen wir hier definitiv nicht. So, du Mist, kannst du woanders sein. So, 30 Minuten, 5 Minuten pro Runde. Sagen wir, machen noch 5 Runden, dann sollte es reichen. Mal ein bisschen die Skillpunkte hier auspacken. Was zur Hölle? Ich mache kaum Fehler. Oh mein Gott, Alter, könnt ihr mal vernünftig spielen? Könnt ihr mal vernünftig spielen? Spiel das Spiel ganz normal, setzen die Items so ein, wie man sie einsetzen sollte, aber könnt ihr mal vernünftig spielen? Ich will verdammt nochmal gewinnen. Ich fahr zwar unglaublich schlecht, aber ich muss gewinnen. Ich mache ja nichts falsch. Stehen bleiben, weiterfahren. Immer schön, um mehr auf den Sack zu gehen. Spielt halt einfach das Spiel, was ist denn das Problem, ey? Ja, machen sie doch. Wir werden deutlich besser als du. Was ist das denn jetzt die ganze Zeit hier? Ey, komm! Ich mache kaum Fehler, als ob! Ist schön, wie er immer weiter in den Rage-Modus geht. Was zur Hölle? Ich mache kaum Fehler. Jetzt spielt meine Steuerung endlich ein für alle Mal verrückt, oder wie? Wenn der Bauer nicht schwimmen kann. Ihr braucht mir, wie ich schon sagte, gar keine Anfragen zu schicken. Ich nehme keine Anfragen. Ich mache kaum Fehler. Fragen an. Egal von wem. Warum bin ich jetzt da rausgerutscht? Ich mache kaum Fehler. Wieso? Weil du zu schnell bist. Und
gedriftet. Sag mal, ich mache kaum Fehler. Motorrad geht das halt nicht. Wieso bin ich jetzt die ganze Zeit rausgerutscht aus der Map? Das kann doch nicht sein, Alter. Kann doch nicht sein, Alter. Woran liegt das denn? Ja. Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich persönlich finde die PlayStation Road besser. Die N4, PlayStation, Quatsch. Die GameCube, die Double Dash Road finde ich besser. Ehrlich gesagt. Hier steht da schon Rita und Rudi, Wiggelhuso. Rudi war das. Rudis Bub. Oh Mann. Da war die Rainbow richtig geil. Das kann auch nur ich hin. Das krieg auch nur ich hin. Ich mache kaum Fehler. Ja. Aber du machst ja keine Fehler, ne? Nein, der Anfrage macht der andere. Zum 100. Mal. Ihr braucht mir keine Anfrage schicken. Ich bin ich beantworte eh keine Anfragen. Das ist eine Zeitverschwendung. Sowohl für euch als auch für mich. Ja, nee, ist klar. Ja, und jetzt wetten, der trifft mir jetzt auch nochmal. Was war das denn jetzt? Warum hat sich da... Hä? Wie kam das denn jetzt, dass jemand direkt neben mir aufgetaucht ist? Der hat eine Rakete, aber noch gesehen. Ja, nee, ist klar. Hier, was ein Kindergarten, Alter. So ein Spacken. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich total gedrosselt bin. Liegt das an meinem Fahrzeug? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, kann nicht daran liegen, dass ich echt schlecht fahre. Okay. Nee, das macht keinen Sinn. Ich sag's gerne noch einmal. Ich nehme keine Anfragen an, ihr braucht mir also keine Anfragen zuschicken. Genau das hier passiert mit Anfragen, die ihr mir schickt. Da haben wir den Scherzkeks, der hier die ganze Zeit Anfrage schickt und es wieder löscht. Nur um ihn zu schaltern, das funktioniert wunderbar. Und der nächste Vollvogel, ja, ich werde es dann gleich ausmachen. Kann man die Benachrichtigung ausmachen? Das wäre nämlich schon mal ein Trost. Was war das denn jetzt? Du hast ich mache kaum Fehler. Falsch gedriftet. Alter. Und genau das ist der Grund, warum ich normalerweise sowas wie Online-Spiele mit anderen Leuten nicht mache. Weil ich jedes Mal euch gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann gehe den ganzen Tag nur irgendeiner Scheiße ab. Jetzt kriege ich dauernd Anfragen. Leute bleiben absichtlich stehen mit ihren blöden Dingern, um mich anzugreifen. Also Spaß haben. Damit man nicht richtig spielen kann und sowas. Du spielst doch so schon die richtig, oh Mann. Das ist kein Vernunft. Ist ja komisch, dass dann trotzdem Leute Erster werden, obwohl die anderen auch alle ganz normal fahren. Seltsam. Das Spiel und schon gleich gar nicht ist es intelligent, von erwachsenen Menschen so einen Kindergarten abzuziehen. Achso, und von erwachsenen Menschen Kinderspiele zu spielen, das ist erwachsen, na gut. Und genau deswegen, ich mache kaum Fehler, mache ich keine Online-Spiele mit der Community. Aber es ist gut, dass ich es immer wieder mal aufs Neue, ich mache kaum Fehler, beweisen kann bei Gelegenheit. Weil es nämlich immer wieder zeigt, was es absolut für ein Bullshit ist. Draufgeschissen. Wir machen noch eine Runde, dann war's das. Dann quietscht es jetzt halt die ganze Zeit. Mache ich einfach den Sound aus. Dann quietscht es mir nicht die ganze Zeit die Ohren voll. Dann haben wir halt gar keinen Sound. Mir auch egal. Machen jetzt noch eine Runde. Dann ist es halb, denke ich. Und dann ist es auch mal Schluss für heute. Und das war auch das letzte Mal, dass ich wieder mit meiner Community zusammengezockt habe. Weil ich genau gewusst habe, dass sowas passiert. Und das ist genau der Grund, warum ich das nicht mache. Es ist also wieder mal eine schöne Demonstration dafür, dass man hier nicht mit euch zusammen was zocken kann und euch auch nichts Gutes tun kann. Ah, und nee, den tust du ja auch nichts Gutes. Dir tust du immer wieder nichts Gutes, weil da Mikropads ja auch wieder schön. Den Leuten tust du damit was Gutes. Die haben, glaube ich, richtig viel Spaß dabei. Also das ist doch, eigentlich will man das doch als YouTuber, dass die Leute Spaß haben. Das ist eigentlich sozusagen das, was man möchte. Und das gibst du den Leuten. Also beste Unterhaltung, ne? Also... Genau aus dem Grund. Auch allein, wenn ich mir die Namen anschaue. Hier haben wir Rudi, hier haben wir Ritter, hier haben wir Rudis Bub und lauter so ein Scheiß, um mich zu ärgern. Was mir komplett am Arsch vorbei geht. Ja, mir komplett am Arsch vorbei. Merkt man, die Stimmung ist neutral, alles super. Geht, weil Namen nennen könnt ihr euch, wie ihr wollt. Wenn ihr euch von mir aus Fleckenfurz 19 nennen wollt, dann nennt euch so. Mir auch egal, aber das ist halt so Sachen, das sind halt so typische Kindergartenverhalten ist das. Ah. Wie gesagt, nach der Runde ist dann eh vorbei. Aua. Au. Ich mache kaum Fehler. Ach man, ey. Es ist halt, das Spiel ist schon nervig genug zum Teil, auch ohne, dass man die ganze Zeit von irgendwelchen Idioten noch zusätzlich belästigt wird. Solche Leute gehören eigentlich aus dem Spiel entfernt, weil man, wenn man anderen Leuten nur den Spielspaß verderben will und absolut kein Interesse daran hat, selber vernünftig zu spielen. Komischerweise kommen die alle auf bessere Plätze als du. Seltsam. Und das, obwohl du dich mega dolle anstrengst. Besteht da ein Zusammenhang? Ich glaube nicht. Dann hat man eigentlich in so einem Online-Game null verloren. Ah ja.
Also Spaß haben darf man nicht. Hauptsache du gewinnst, dann ist okay. Na gut. Ja, nee, ist klar. Ich mache kaum Fehler. Da, was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, jetzt war ich die ganze Zeit so weit hinten, jetzt bin ich die ganze Zeit so weit vorne. Und dieser komische Gameholz, oder wie der heißt, der ist schon wieder vor mir. Oder ist schon wieder auf meiner Höhe. Wie kann das sein, dass er so viel schneller ist als ich? Das ist doch eine Sache, die kann eigentlich gar nicht hinhauen. Ah, na super. Ich mache kaum Fehler. Fliege ruhig runter. Nee, bitte. Tu dir den Gefallen. Ja, bitte. Ich mache kaum Fehler. Flieg nochmal runter. Ich habe zwar nach links gedrückt, aber er fährt nach rechts. Warum auch immer. Ah, das ist echt ehrlich. Au. Ich mache kaum Fehler. Warum sind die so weit vor mir? Jetzt bin ich wieder auf meinem 11. Platz. Oder 9. Tja, wenn man vor dem Ziel wartet, um mir auf den Sack zu gehen und zu meinen, dass ich in den Bananenschall reinfahre, dann ist mir eben zu dumm zum Kacken. Und dann hat man auch ein Spiel jetzt verloren. Es gibt Windschatten im MMK. Ja. Windschatten? Das hat damit nichts zu tun. Die Leute fahren... ich komme keinem hinterher, obwohl ich permanent hinter den Leuten... Obwohl ich permanent in alles reinfahre und überall runterfahre, komme ich irgendwie nicht hinter den Leuten. Der macht für mich keinen Sinn. Hm. Woran das nur liegen mag. Nee, dann müsste ich eigentlich schneller sein, nicht anders. Ja, eigentlich müsste ich viel schneller. Egal. Leute... Ich danke euch fürs Datenvertragen. Was? Ich danke euch fürs Datenübertragen. Ich wollte sowieso raus. Ah ja. Gut, dass es jetzt zum Schluss vorkommt. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, um den Link zu verwenden von den beiden Turnieren. Die gehen Drachenlord Stream, Drachenlord Stream New. Beide noch bis 18 Uhr, wenn ihr die verwenden wollt. Ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ja, das nächste Mal spielen wir wieder was offline. Oder offscreen. Vielleicht spiele ich Mario Kart, aber eben dann alleine. Weil man hat ja jetzt gesehen, dass ich das nicht vernünftig spielen kann, ohne dass irgendwelche Kindergartenkinder meinen, die müssen mir auf den Zeiger gehen. So, dann danke ich euch, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal im Discord oder sonst. Wunderschön, ey, das ist wieder... wird zum Ende hin immer besser. Ich finde es schön zu sehen, ja. Alle anderen haben Spaß. Nee, das ist nicht okay. Ich möchte gewinnen und ich muss Spaß haben. Mir ist mir scheißegal, aber ich muss Spaß haben. Sonst ist das nicht okay. Nur ist ja klar. Und ich bin Beste. Ich mache keine Fehler. Ich falle nirgendwo runter und nix. Also alles super. Ich mache hier nichts falsch. Und komischerweise sind alle schneller als ich. Macht irgendwie keinen Sinn. Woran das wohl liegen mag, keine Ahnung. Muss wohl am Spiel liegen. Also das kann nicht an mir liegen, dass ich hier... Also nee. Das muss am Spiel liegen. Programmierfehler, ganz einfach. Genau, das ist ein Programmierfehler. So läuft das hier. Na, also, oh Mann. Gut, ja, ich glaube, das wäre es soweit für heute. Dann würde ich sagen, Medal of und bis die Tage. Munter bleiben.